Hallihallo, der Marc vom Digital Videoschen. Bei mir ist die Lina. Die Lina war schon bei mir für ein paar Piercings. Zeig dir mal kurz das Ding ab. Da haben wir das, was du schon alles gemacht hast. Und heute kommt ein Industrial dazu. Und das machen wir auch auf der linken Seite. Und jetzt bereiten wir mal ein bisschen vor, zeigen das mal an. Was machst du sonst, Nina, wenn ich piercen gehst? Arbeiten. Du arbeitest aus? Jetzt habe ich gerade Urlaub. Schön. Was arbeitest du? Ich bin bei der Raiffeisen Bausparkasse Sachbearbeiterin. Das ist auch schön. Nicht so cool wie piercen. Das weiß ich nicht. Ich weiß es. Okay. So, ich zeige es dir mal an. Den Stichkanal werden wir mit 30 mm machen. Da haben wir eine schöne Größe für dich. Dann stehen wir das Ganze maskenfreundlich und brillenfreundlich. Wichtiges Thema bei Industrials, dass man auch mit Masken gut klarkommt. Nämlich viele Industrials, die leider gestorben sind oder passiert sind, wo halt dann für Brillen eh schon problematisch sind mit der Maske, die Leute draußen hängen bleiben. Und man kann es natürlich schon optimieren, dass man mit der Maske weniger Probleme hat. Ich zeig dir mal im Spiegel, wo das jetzt wäre, liebe Sina. Dann lass mal schauen. Warte, ich zeig's dir. Du siehst hier oben den einen Punkt. Ah, ja, genau. Den anderen Punkt ist da hinten. Und ich erzähle dir gleich mal die Linie. Ich werde kurz sitzen, da kommt ein Laser. So. Also, wir gehen so herüber vom Stich. Okay. Finde ich schön gerade. Ja. Mittig, also von der Schnittlänge mittig durch beide Löcher durch, schön gerade runter. Mhm. Ist vom Winkel auch noch schön und wir kommen uns hier auch noch nicht in die Falte vom Innerkranz, weil sonst würde die dagegen drücken, das wäre nicht gut. Mhm. Glitzersteine? Nein. Nee. Viererkugeln da? Die kleineren würde ich sagen. Die sind auch ja. Maskenfreundlicher. Ja. Also so, das ist mir egal, mit Glitzern mag ich nicht. Alles klar. Dann gibt es halt keinen Glitzer. Das wollte ich für den anderen schon nicht, das weiß ich. Immer nein gesagt. Du, das ist ja auch nicht jeder, ist. Ist das auch die? Manche Kunden lieben Glitzer, andere finden es nicht so toll. So. Das ist ja schlicht. Das ist ja alles dein gutes Recht. So, dann legen wir hinten an. Deswegen haben wir auch alle Optionen zur Verfügung. Es gibt ja für uns die Qual der Wahl. Es gibt auch Studios, die fragen nicht mal. Die machen einfach irgendwas rein, ja, voll. Eben, das was wir gerade so rumliegen haben. Wirklich, ist es, was ich damals sehe von Schmuck, was Schmuckwahl drin ist, dann fragst du die Kunden, sage ich, ja, die haben das einfach reingemacht, dann denke ich, also für mich gibt es nur eine logische Erklärung, man hat halt nichts anderes gehabt, hat das einfach reingemacht und zum Kunden sagt, es gehört so. Nur durch YouTube und Co. und das Internet kann man das mittlerweile sehr schnell rausfinden, dass es halt Blödsinn ist. Ja, ja, natürlich. Ich habe lieber zu viel Auswahl da. Als zu wenig. Ja, der eine will glitzern, der nächste will es in blau, der nächste in rosa, der nächste in weiß. Das ist das Schöne. Große Kugeln, kleine Kugeln, alles erlaubt. So, wir stecken das ein. Jetzt. Super. Mega. Nina, was ist los? Oh, die Hintern ist halt jetzt easy wieder. Wirklich? So, einmal. So. Entschuldigung, ich das wieder eben hatte. Alles gut, ja. Nina, atmet durch. Was ist denn jetzt mit den Bausparverträgen? Ja? Billig. Ich habe das Gefühl, jetzt sollte ich da vielleicht keine Werbung machen, die ja nicht so gut ist. So. Das war's. Also. Erster Blick in den Spiegel. Nina, freut sich oder freut sie nicht? Bitte? Ich freue mich, aber es wirkt zu lang. Ich habe mir gedacht, ich habe so kleine Ohren. Mir wirkt es zu lang. Du Ohren wie ein Elefant? Na, na. Sehr, sehr, sehr charmant, ja.
Das hören doch Frauen gerne, dass sie große Ohren haben, oder? Nicht? Du hast keine großen Ohren, entspann dich wieder. Mann, nein, deine Ohren sind ganz normal. Aber das kommt dir jetzt zuvor vom Stichwinkel. Mhm. Darf nicht vergessen, dass die Diagonale macht quasi auch die Länge. Ja, also, ja, ich finde es schön. Ich finde den Winkel eigentlich sehr, sehr cool. Und ehrlich gesagt, voll, es ist nicht zu steil. Und es ist aber auch nicht so, weiß ich nicht. Zu flach darf es nicht sein, weil das sieht scheiße aus. Ja. Das ist eigentlich eine perfekte, vom Winkel her ist meine Lieblingskonstellation. Also ich finde es perfekt. Gibt es da Ohren, bei denen man das gar nicht so machen kann, weil die irgendwie geformt sind, dass man das dann nur flach macht? Es gibt Ohren, wo ich es wirklich sehr flach stecken muss. Ja. Es gibt Ohren, wo ich es nicht so steil machen kann. Es gibt aber Ohren, wo ich es sogar noch steiler machen kann. Wobei das waren eher Männer, Frauen eher nicht so. Ja. Aber das hängt immer wirklich von der Ohrform ab, wie du sagst, also das muss man wirklich schauen, welches Ohr hat man und dann kann man das entsprechend anpassen, wenn es gut ist. Super! Endlich! War es schlimm oder weniger als die anderen oder mehr? Das Schlimmste war eigentlich trotzdem das, weil ich dachte, ich mache mich an. Ich dachte, ich mache mich an. Wirklich? Das finde ich schlimm. So ist jeder alles. Ja, erklär mal ganz kurz die Pflege. Nina, ja. Zwei erste Schritte ist Hände waschen und Hände desinfizieren, das weißt du ja eh. Ja, genau. Vorne den Spray, vorne den Gel. Zuerst sprühst du den Spray auf das Ohr drauf, vorne hinten. Einwirkzeit ist 30-40 Sekunden. Dann nehmen wir die Küchenrolle. Reinige es bitte feucht, vorne und hinten. Dann kommt vorne den Spray auf die Küchenrolle, dann reinigen. Genau, hast du. Ja, genau. Das hat mich versprochen. Keine Wattestäbchen, kein Klopapier, das ist gut. Genau. Dann nehmen wir das Gel, da reicht ein Tropfen. Oben unten auftupfen und das Schaum bewegen, genau das ist es. Haare unbedingt, drei Wochen zusammen, das weißt du eh. Haare unbedingt zusammenbinden. Jedes Haar, was jetzt nicht verwundet, ist für dich ein Heilungsbeschleuniger. Oder auch ein Haarspänchen reintun, Haare färben bitte 6 Wochen nicht. Duschen, Sport und Haare waschen darfst du morgen normal. Okay. Und Schummel gehen bitte nur bis hier, außer im Meerwasser. Da könntest du untertauchen, aber sehen, dass du das wirklich 2 Wochen nicht ein. Ja, passt. Okay. Bis hier das mal nicht. Das ist super, dann danke ich dir fürs Stechen lassen und sag schon mal tschüss, baba, bis zum nächsten Mal. Ciao.